Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich eine griechische Bowl und wie das geht, zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar habe ich erstmal eine halbe Tasse Quinoa gekocht und da kommt echt eine ganze Menge bei raus. Wir machen daraus gleich noch Tomatenquinoa und als allererstes kümmere ich mich aber noch um den Tofu, denn der wird noch etwas mariniert. Dafür drücke ich jetzt erstmal ein bisschen Flüssigkeit aus dem Naturtofu. Das ist jetzt übrigens so ein Stück vom Rewe Naturtofu und das sind 200 Gramm. Ich habe jetzt ein paar Streifen geschnitten und die legen wir jetzt gleich lecker ein. Das Dressing ist ganz schnell und einfach gemacht. Ihr nehmt einfach 2 Esslöffel Sojasauce. Und 2 Esslöffel Zitronensaft. Eine Knoblauchzehe klein gehackt. Etwas Pfeffer. Und etwas Oregano. Das Ganze rühre ich jetzt noch einmal ein bisschen durch. Und dann lege ich auch schon meine Tofu-Streifen rein. So sieht das Ganze dann aus. Und ich kümmere mich jetzt um den Quinoa. Der Tomatenquinoa ist ganz schnell gemacht. Ihr nehmt 2 Esslöffel Tomatenmark. Salz und einen Esslöffel Olivenöl und dann rührt ihr das Ganze ordentlich durch. Ich hoffe, ihr hört mich nicht schmatzen. Ich habe schon probiert, es ist unglaublich lecker und ganz einfach gemacht. Dann machen wir als nächstes schnell ein Tzatziki. Ich habe mir hier nur ein ganz kleines bisschen Gurke geraspelt und gebe jetzt noch ein bisschen Joghurt dazu. Drei Esslöffel. Es waren noch ungefähr 3 Esslöffel Gurke. Jetzt noch eine Knoblauchzehe. Etwas Salz und Pfeffer. Ja, also ich mache aus Tzatziki jetzt keine Wissenschaft. Mir schmeckt der so super gut. Jetzt noch ein ganz kleines bisschen Dill und dann ist er auch schon fertig. So, jetzt rühre ich das Ganze noch ein bisschen um. So, Tzatziki ist fertig. Super lecker, so mag ich ihn am liebsten. Und jetzt mache ich mir nur noch einen kleinen Bauernsalat dazu mit Zwiebeln und Oliven. So, den kleinen Bauernsalat, den habt ihr wirklich in 5 Minuten fertig. Ich habe hier, weil es wirklich nur für mich ist, eine kleine Portion gemacht. 4 Scheiben Gurke, eine halbe Paprika, eine halbe Tomate, eine halbe rote Zwiebel und 2 Esslöffel Oliven. Dann das Ganze noch kurz mit Salz und Pfeffer würzen und ein Klecks Olivenöl rüber. Perfekt. Im letzten Schritt macht ihr ein paar Esslöffel Olivenöl in der Pfanne heiß. Ich lasse die nicht ganz so heiß werden, damit das Olivenöl mir nicht verbrennt. Und dann nehmt ihr euren eingelegten Tofu und verteilt ihn euch schon mal schön in der Pfanne. Ihr bratet das Ganze jetzt schön knusprig von der einen Seite an und dreht dann zwischendurch eure Tofu-Sticks ein bisschen. So, mein Tofu ist jetzt knusprig genug. Je nachdem, wie knusprig ihr das mögt, könnt ihr das natürlich noch ein bisschen länger an der Pfanne lassen.
Aber ich bin sehr zufrieden und kann meine Bowl jetzt anrichten. So, das sieht doch köstlich aus. Mit der Menge, die ich mir gemacht habe, kann ich auf jeden Fall zweimal solche Teller essen. Also ich werde definitiv satt heute. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.